Hallo und willkommen zurück zu Kunarium bei der Pummelrunde mit mir, dem Hisho. So, das letzte Mal haben wir hier diese Pflanzen vertilgt. Und deswegen haben wir diesen wir haben diesen Eingang hier freigeschaltet. So wird das was. So, ich finde hier, guckt euch das mal an. Die haben nur so wie rot. Das ist doch nicht normal, ne? So, auf jeden Fall. Wir gehen jetzt hier so rein. Und ich habe die Befürchtung, irgendwas passiert. Hehehe. Okay. Ne? This stonework seems weak. Jo, das kennen wir schon. So, ja. Schlangenmenschen, die da rumlaufen, ist es. Ich habe das Gefühl, die sind nicht tot, eventuell. Hallo, guten Tag. Ich bin leicht angespannt, ganz minimal. Ja. Ich meine, bis jetzt hat noch gar nichts darauf hingewiesen. Hier sind Sarkophage. Und nicht alle sind gefüllt. From some of the bas-reliefs explored in the seemingly oldest structure, which had been weathered into shapeless ruins ages ago, we learned that these reptilian creatures were the inhabitants of this eon-dead city. But while some of them were enshrouded in special coffins, these are standing still, glued to their vertical rock coffins with an awful-looking ooze. Curiously, they were firmly placed in the niches on some of the walls. Ja, wahrscheinlich, weil... Wahrscheinlich, weil die dann lebendig werden. Ich will hier weg. Oh. Schönes. Eine Federmaske, die ich vom Kopf eines ewig ruhenden Skeletts genommen habe. Die verblassten Farben, die sich noch auf den mittlerweile erstarrten Federn erkennen lassen, schließen darauf, wie farbenprächtig sie einst gewesen sein muss. Trophäe! Huhu. Boah. Ja, aber das... Also ich muss sagen, die sah jetzt sehr aus, diese Mumie sah jetzt stark danach aus. Als ob die mich dann verfolgen würde. So mein Gespür als Spieler. Uiuiui. Was ist das jetzt? The same set of symbols we've seen in strangely carved niches all around here. Matches with what is written in the oldest parchment. I believe uncertainly that they represent a destination towards somewhere significant.
Toll. Ach, hier diese Symbole. I don't remember this symbol. An dieses Symbol erinnere ich mich nicht. That glyph doesn't ring any bells. Ah, Moment. I don't remember this symbol. The symbol on this stone is illegible. Oh, lass mich doch in Ruhe. Moment. There's no glyph on this stone. I don't remember this symbol. Toll. This symbol is exactly the same as the one I saw in the vision about repetition of specific symbols within the caverns below the base. Ja, Moment. Zeichnungen. Okay. Genau, hier, das hier, ne? Ja. Okay, den nehmen wir auf. Ich habe einen rötlichen Kristallstein gefunden. So, welches denn noch? Hier, das da mit dem Teller, das mit der Sonne. Ist irgendwo das mit der Sonne? Hier nicht. Ist irgendwo das mit dem Teller? Auch nicht. Ah, Moment, hier irgendwo. Das da. Nein, auch nicht. So, toll. War's das jetzt schon? Ja gut, okay. Ja, gut. Ja. Okay. Wir probieren diesen Stein jetzt mal einzusetzen bei diesem, wo war denn das jetzt hier? Da lang, ne? Bei diesem komischen Ding, wo diese Särge drumherum standen. So. Bam. So, dann war der Hebel, ne? Und huiuiui. Ich habe den rötlichen Kristall auf die noch immer reine Spitze einer merkwürdigen Maschine aus Metall gesteckt. Er passte perfekt. Als ich die Maschine mittels des Hebels in die Ausgangsposition zurücksetzte, wurde diese Glyphe auf die Wand projiziert. Ein Diagramm, das aus mehreren Symbolen besteht. Okay. Eine Sternenkarte. Ja, okay. Wow. Was mache ich jetzt mit der Info? Ich laufe ganz schnell dahin zurück. So, jetzt haben wir ja ein neues Symbol. Jetzt könnten wir ja theoretisch mal gucken. Was ist denn jetzt? Da, wo waren das? So ein Stein gibt mit dem Symbol, ne? So.
Nö. Geht gar nichts mehr. So, ja. Eigentlich will ich da jetzt gar nicht lang. Wir laufen einfach drauf zu, ne? Nein. Tu das doch nicht. Ich kann nicht. Oh Gott, what was that all about? A vision, perhaps? Oh, I think somehow it has something to do with the intense headaches. Oh. Blood? Ja, super. These ivy-like plants are blocking the way. Super. Ja, natürlich, ich hatte recht. Warum hatte ich recht? Warum kann ich nicht falsch liegen, ne? Warum kann ich nicht einfach mit meiner Vermutung falsch liegen? Und wo ist jetzt diese Mumie? Jetzt bin ich angespannt. Nach rechts, ne? Da waren wir noch nicht. Hör doch auf! Doch, da waren wir schon. Haben wir da jetzt irgendwas Neues? Nee. Ja. This is Frank Gilman from the Upuat Antarctic Expedition. Over. Ja gut, okay. It's no use. Ah, Moment, da war doch auch noch was. Oh, ich fühle mich so unwohl jetzt, wo ich weiß, dass da so Zombie, also Mumien sind. Die erschrecken einen immer so. Boah.
Ja. Also da nicht, da nicht. Dann geht ja nur noch da, ne? Das kann man wieder wegnehmen. Okay. Ja, ich speichere mal, falls ich nämlich jetzt mein Spiel ruiniere. Das kann durchaus ja auch sein. So, ich probiere es. Ich halt. So. Ach, nee, ich kann damit rumlaufen. Und er lädt sich hier immer auf. Okay, gut zu wissen. Ach ja. So, ganz kurze Unterbrechung und es geht weiter. So. Ja, dann laufen wir mal hier durch. Ich hoffe mal, dieser Kristall. Ich muss den. Ich habe eben kurz unterbrechen müssen und. So, und noch einmal. So, ich habe eben kurz unterbrechen müssen, weswegen ich auch gemerkt habe, dass der Kristall nicht unendlich geladen ist, ne? Also, man muss den aufladen, ansonsten... Oh, da oben ist wieder so eine Tafel mit Steinchen. So. Puh. Aber wir dürfen nicht vergessen, hier ist irgendwo so eine Monstermumie, ne? Ich hoffe, die kündigt sich irgendwie vorher an. Also irgendwie ja nicht, aber irgendwie ja. So, geh mal weg. Pflanzengezücht. Aha. So, was ist das? Eine schwarze Kugel. Ja. Da sollen wir jetzt reinpacken, oder was? Ja. So, Moment. Journal. Malen nach Zahlen. Von links nach rechts, nach unten, nach da. Nach da und nach da. Okay, okay. Also so ein Z, dann hier so und da so. Okay. Von da nach da, nach da. Von da nach da und von da nach da. Okay. Gut, zieh zuerst eine Linie. Ja.
Achso, nee. Ah. Hallo? Ah, so. So, Moment. Ja, und in welcher Reihenfolge muss ich das jetzt antippen? Das ist doch... Moment. Man muss die Space-Taste drücken zum Zeichnen. Was soll das denn? Moment, so. Ist wahrscheinlich wie im Japanischen oder Chinesischen, da braucht man auch eine bestimmte Reihenfolge. Die Striche werden zuerst gemacht, dann die und dann die. Ist es vielleicht nicht der, sondern... der... Also hier, glaube ich, ist ja auf jeden Fall der so. Der so. Dann machen wir mal hier so. Zeichnung. So, so auf jeden Fall gerade. Dann hier so runter. Und dann so runter. So rüber, so, so. Wir probieren nochmal hier, da, dahin. Dann da, dahin, da, dahin. Nee, das ist schon mal falsch, das ist schon mal falsch, okay. Ist ja schon mal gut. Wenigstens sagen sie uns, dass das schon mal direkt falsch ist. Okay, aber bis dahin ist es doch richtig. Also der hier ist korrekt. Der auch. Hä? Okay, ich probiere es noch einmal so. Dann so. Es ist gerade total total irritierend. So, nach unten. Und dann probiere ich mal das da. Das ist parallel zu dem, ne? Ihr könnt... Ich bin verwirrt. Wir sehen uns an, wie das funktioniert beim nächsten Mal, wenn ich vielleicht nicht mehr so verwirrt bin. Ich glaube, ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch oder so. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao!